Jo, hallo Leute, hier sind wieder euer Table Tennis Gamer mit einem neuen Projekt Super Mario Galaxy. Wow, ja, wir spielen den ersten Teil. Wir haben den ganzen ersten Teil ja schon mal gespielt, aber das ist lange, lange her. Das liegt lange, lange zurück. Und viele von euch haben das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe aber unglaublich Bock, den ersten Teil jetzt hier für euch nochmal in guter Qualität vor allem zu bringen. Denn den ersten Teil haben wir mit meinem ersten Grabber damals aufgenommen. Und wenn er das mal vergleicht, eventuell ist sogar bei ähnlichen Videos, dass ihr jetzt irgendwo von mir die alten Parts, ansonsten guckt mal in die Playlist rein. Ihr werdet staunen, wie schlecht das damals war, aber es hat damals gereicht. Für damalige Verhältnisse war es in Ordnung. Und jetzt spielen wir den ersten Teil nochmal in guter Qualität und mit neuem, was weiß ich nicht alles. Und so, muss mal kurz gucken hier. So, wir nehmen... das hier natürlich, Spieldatei auf diesem Stern erstellen, natürlich, und wir kriegen einen eigenen Stern zur Verfügung gestellt, einen eigenen kleinen Planeten. Wen wollen wir denn da reinsetzen? Wo bin ich denn hier, meine Hand? Hallo? Ja, ich hätte gern wieder ein Mario. Symbol, okay. Ich bin ja mal so der Mario-Verfechter, ne? Also ich nehme überall Mario, ich spiele ja gerne Mario-Spiele, aber auch so nehme ich gerne Mario, muss man so ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier? So, mach mal okay und dann geht's ab mit der Geschichte, Leute. Was ist wieder los hier in Toadstool? Ja, wohl eher nicht in Galactic-Stool. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Oh, wie süß, guckt mal, von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Ihr müsst euch was wünschen, Toad und Toadette. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Wenn da nicht... ah, nee, doch nicht. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Ja, das kriegt nicht jeder mit, außer Yuppie hieß das. Der überdauert alles. Und da ist die Prinzessin Peach. Und wieder, wie an jedem Anfang von Mario, wir kriegen einen Brief von ihr. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternenstaubfestes am Schloss auf dich. Es gibt da etwas... das ich dir geben möchte. Von Peach. Oh, kein Kuchenbacken. Sie lädt uns nicht zum Kuchenbacken ein. Ja, Mario ist natürlich vollkommen beziert. Rennt los in den Eingang rein. Jo, die Prinzessin will was mit mir machen. So, und jetzt muss ich mal gucken, Leute. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Ich muss mal kurz umbauen. So. Ja, so geht es. Ich habe vollkommen vergessen. Wow, wow, wow. Oh. Meine Fernbedienung hat zittrigen. Können wir ändern. So, wunderbar. Jetzt läuft es doch. Ich musste nämlich erstmal gucken, wie ich mich jetzt hier hinsetzen muss. Das hatte ich noch nicht getestet. Oh ja, ich glaube, da muss ich auch noch ein paar Verbesserungen treffen. Das ist alles noch nicht optimal, aber da muss man ja alles erstmal wieder ausprobieren hier, bevor man hier... ne? So, und was passiert jetzt? Oh nein, Bowser ist wieder da, Leute. Und versperrt uns direkt bei dem Weg. Dieser verdammte Sack. Immer ist der da, wenn man ihn nicht brauchen kann. Es ist unglaublich. Er hat ein Abo darauf, uns zu nerven. Und direkt mit seiner ganzen Armada, Leute. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Mario, du musst die Prinzessin retten. Ja, da sehen wir sie hier. Unsere Bowser Kings. Unter der Flagge von König Bowser wird das Königreich der Pilze hier angegriffen. Na, wartet ab, der kriegt noch ordentlich sein Fett weg. Und Prinzessin Peach, warum steht sie denn draußen, wenn der böse Mann kommt? Sie muss sich doch verstecken, aber nein, sie steht am Balkon, da wo man sie am einfachsten wegschnappen kann. Ja, da steht sie wieder, die Prinzessin. So, dass natürlich der Bowser sich jetzt auch denkt, oh, wenn die schon mal am Balkon steht, dann gehe ich der natürlich auch gleich mal Hallo sagen. Warum denn nicht, ne? Passt ja. Und da ist er auch direkt. Prinzessin Peach. Das ist die Geburt der neuen Galaxie und du wirst dem Ganzen beiwohnen. Meine Stimme ist schon am Abkacken. Und der Tod, guck mal, wie er... Bedanke dich bei den Sternschnuppen für dein Glück. Ja, da, die sollten mal suspendieren. Ne? Und er hat da... was hat er denn? Er hat so ein Alien-Raumschiff bei sich. Ja, aber was ist das denn?
Und wir sind natürlich Mario. Alter. Wollt ihr mich ärgern? Ich kann nicht diesen Drehsprung machen. Was? Den kann man immer machen. Aber den muss ich wahrscheinlich erst lernen. Vielleicht gibt es ja hier auch einen Bottles. Ich weiß das gar nicht mehr, nein. Hier gibt es den Wanderaffen, oder? Der war doch hier. Oder war der im Zweier? Im Zweier war der auf jeden Fall, aber ich meine, im Einser war der auch, der Wanderaffe. Keine Sorge, Peach, ich komme zur Rettung. Und was passiert jetzt? Natürlich, er hat sein Mega-Alien-Raumschiff da, sein absolutes Mega-Schiff. Und was macht er jetzt, Leute? Ich weiß es. Ich kann mich noch erinnern. Natürlich, passt auf. Jetzt gleich wird es vollkommen galaktisch und abwegig. Er hat den Laser eingeschaltet, seht ihr? Er schaltet den Laser ab und schneidet das Stück einfach raus. Er schneidet das ganze Schloss aus dem Boden. Ja? Was ist denn los mit ihm? Und wir stehen mitten auf der Brücke, während das natürlich passiert. Und mit seinen Schiffen nimmt er das ganze Schloss mit. Ich frage mich, wie man so... Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wie kann man so daneben sein? Bowser, wie kann man das ganze Schloss mitnehmen? Es ist so gut einfach, ne? Aber geil gemacht, finde ich. Also, ich meine vor allem, es ist mal ein bisschen spektakulärer. Es ist mal nicht so, oh, Bowser hat Peach entführt, die sind schon im Schloss, er hat alle Bilder versiegelt und jetzt muss man die Sterne holen oder sowas. Nein, sondern es ist mal eine richtige Vordergrundstory, sage ich mal, ja. Also wirklich so richtig heftig hier, was passiert mit Animationen. Bowser nimmt das ganze Schloss mit, er schneidet es aus dem Boden heraus und nimmt es mit in die Galaxis. Das ist mal was, was Neues. Also war was Neues, finde ich. Ja, mit seinem komischen Alien-Shift, da passt irgendwie nicht zum Bowser. Sind bestimmt Abtrünnige. Wir sind natürlich schon wieder vollkommen weg. Und da ist Kamek natürlich. Kamek ist auch wieder dabei. Hinfort mit dir, zurück auf den harten Boden. Ja, und zack, da lässt sie ein, so ein Yoshi Islands Deluxe-Dingen los. Klatscht uns von der Brücke in die Erdatmosphäre rein. Und bam, zurück sind wir am Boden. Kamek freut sich einen ab. Toll, Kamek, ganz toll gemacht. Aber auch du wirst dein Fett noch wegkriegen. Das verspreche ich dir, so wahr ich TT heiße. Oh, was kommt jetzt? Uns hat bestimmt so ein Stern gefunden, ne? Ein Luma. Luma heißen die, ja. Der Luma, gibt's den da auch? Ich hoffe mal nicht. Oh. Hallo, Luma. Was geht mit dir? Oh, die Erde ist aber klein geworden, immer. Was ist denn da los? Nein, der Hase. Der ist so gut. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Ja, ich zeige dir gleich, wie man spielt, Junge. Ja, komm her. Alter Hase. Ich bin nicht von schlechten Eltern, komm her. Du kannst mir gar nichts. Na? Oh, guck mal, die Hasen. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Oh, ganz toll. Ein Fangspiel. Och, ja, ganz toll. Da verstecken wir uns, oder was? Aha. Komm her. Hase. Hase. Alter, ist viel zu schnell, der blöde Penner. Ja, da habe ich ihn. Och, erwischt. Okay, so, wo sind deine anderen Kumpanen? Oh nein, ich hätte mich in ein Loch verstecken sollen. Ja, da ist wahrscheinlich der Nächste. Oh, wen haben wir denn da? Der nächste Hase, der Rabbit. Komm her, ich krieg dich. Oh. Ey, diese Hasen, ich hasse dich. Boah, ich hab ja in Mario 64 haben wir die ja relativ gut hinbekommen. Diese kleinen Hasen, die man da auch sammeln muss. Aber ich hasse die. Mein Gott. Ja. Och, erwischt. Ja, jetzt, wo hättest du dich verstecken sollen? Ich hätte mich in der Röhre... Ah, in der Röhre. Und wie man das natürlich von diesen Mario-Spielen kennt, beziehungsweise, ja, generell von den Spielen,
Es wird einem immer verraten von den Spielern selbst, was man machen muss, beziehungsweise wo sie sich verstecken und so weiter und so fort. Und jetzt passt auf. Och, wen haben wir denn da? So ein kleiner Hase. Am Anfang ist er noch schnell, da kann ich den, glaube ich, noch gar nicht kriegen. Aber gleich lässt er nach. Gleich hat er da seine Sternpower weg und dann hole ich mir den Hopsler. Komm her. Come on. Ja, da habe ich ihn. Ah, wie schade. Ja, jetzt habe ich euch drei, hör mal. Herr lieber sehr Gesang 2, was ist jetzt los mit euch? Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Was, eure Mama? Ihr Sterne habt eine Mama? Ach, du liebe Scheiße. Was ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Naja, mit denen sprechen wollte ich nicht. Oh, dann zeig ich mal her. Was ist mit eurer Mama hier, hä? Wo ist denn eure Mama? Da ist die Rosalina, ist das. Ist das eure Mama? Na, Rosalina, was geht denn da im Pilzkönigreich? Ich habe dich von diesem Sternentor aus beobachtet. Ey, was? Die stalkt uns. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Menschen, stimmt, den dir kostbaren Menschen, warum sagt sie nicht einfach Peach, zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu reisen. Oh, von Stern zu reisen. Da ist der Luma. Ich leihe dir das Sternenkind Luma. Danke. Was heißt hier leihen? Das wird jetzt für immer meins sein, als ob ich das wieder hergebe. Oh yeah, jetzt sind wir Wladimir Klitschko in extra Ausgabe. Du hast jetzt die Drehattacke erlernt, schüttel dazu wie Fernbedienung, alles klar. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Mögen die Sterne mit dir sein. Alles klar, Rosalina verdünnisiert sich hier gerade. Finde ich natürlich gar nicht toll. Und jetzt komm her. Ja, ist gut. Wenn es, was? Wenn es aussieht, als könntest du es präsentieren, dritte Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Bam! Oh yeah. Wie habe ich dieses Drehen der Wii-Fernbedienung vermisst und wie lange habe ich es beim Super Mario 64 mit dem Controller noch versucht. Aber es ging nicht. So, was geht ab, Kollege? Ich habe schon auf dich gewartet. Und einen Sternenring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber es ist... Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerborsten. So kannst du ihn abfliegen. Wo sind nur die Sternensplitter? Auch sie... such sie. Ich kann nicht lesen. Aber pass auf, wo du hintrittst. Alles klar. Wo soll ich denn aufpassen? Ah, oh nein, sonst komme ich ins schwarze Loch rein. Ich möchte gar nicht ins schwarze Loch rein. Das schwarze Loch ist nicht freundlich zu mir. Whee! So, wo ist der letzte? What the fuck, Alter? Das war knapp. Why? Da ist der letzte. Yay, alle fünf. Okay, und jetzt haben wir da ein super schönes Sternportal. Und wir haben da ein extra Leben. Natürlich mitnehmen. Hui! Danke. Einen abbekommen. Das können wir wahrscheinlich gut gebrauchen bei meinen Künsten. Hui! Und weiter geht's. Oh mein Gott. What is this? It is fucking hell. Oh mein Gott. So. Hui, 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 hui. Ich hab's angemacht. Don, das kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Ey, was ist los, Luma? Hol mich hier raus! Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Ja, okay. Alles klar, Luma. Kein Problem. Wir sind oben. Mikro mal ein bisschen leiser machen, glaube ich. Wir sind einer der Polizeikräfte hier in Lumaria. Und wir helfen dir jetzt auf Schritt und Tritt. Mach dir keine Sorgen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Was war das denn nochmal, Kollege? Meinst du das ernst? Oh, warte mal, Leute. I have to look something up. Oh yeah, läuft alles gut. Ist alles im Paletti-Geletti. So, Ginetti, Alter, was geht mit dir? So, wo war das denn jetzt? Luma befreit, was geht? Danke, könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternenring.
Ja, alles klar. Verwandlung! Stimmt, Verwandlung war ja immer, Leute. Boah, das war früher schon so geil, dieses Verwandlung. Ja, wir sind hier irgendwie die übelst krassen DBZ-Helden. Super Saiyajin, Verwandlung. So, komm her. Und jetzt werde ich dich töten, mein lieber Freund. Bams, was sagst du jetzt? Jetzt habe ich dich übelst genatzt und ich muss mir für nächstes Mal auf jeden Fall nochmal einen besseren Platz aussuchen. Denn die Sternensplitter spielen ja auch eine wichtige Rolle, glaube ich. Oder war das nicht so? Irgendwas konnte man mit denen auf jeden Fall noch machen hinterher, so. Da muss ich auch nochmal aufpassen. So, wo sind jetzt deine Freunde? Wo geht's denn jetzt weiter, Luma? Hier bist du doch, ne? So, lass mich mal rein, da. Beeilung! Hier drin sind auch noch Freunde von uns. Ja, keine Sorge, Mann. Ist irgendwie lustig, weißt du? Wir sind eigentlich Klempner und haben hier voll die Lebensretterfunktion. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist nett von euch. Oh mein Gott, da ist der große Stern. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Ja, ja, eure Freunde. Ihr habt komische Freunde. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendetwas herzustellen. Ja, keine Sorge. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf. Alles klar, wir werden die Mission annehmen, Luma.